geil, ne? Wenn das alles nachher einigermaßen beleuchtet ist, ne? Ja. Das ist ziemlich cool. Ja. Weil das doch einmal so ein bisschen sehenswert ist. Ja, wie gesagt, Stefan und ich waren ja noch einmal, waren schon einmal hier. Mhm. Ja, hier ein bisschen rumgetingelt auf Mediadocs hin. Mhm. Aber das war, wie gesagt, nachmittags hat es angefangen hier zu schütten wie aus Kühl. Ja. Okay. Das sind die Förderbänder. Ja. Das war auch ein bisschen wund. Also man kann natürlich, das können wir dann halt wirklich mal im Sommer machen, da gibt es dann hier halt natürlich auch noch mega viele Spielereien. So zum Beispiel kommst du da oben auf dem Parkhausdeck halt auch auf. Ah, cool. Mhm. Dann hast du da nochmal ganz viele Winkel, natürlich halt immer auch ein bisschen Holz vor und hier rüber. Ja. Aber das sind dann so Sachen, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Zeit für nachher. Ne? Ja. Da zum Beispiel kannst du ja da oben auf die Kirchenkirche rauf, da, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da oben. Ja. Oben auf dem Turm kannst du da zum Beispiel einfach rauf, ne? Das sind halt eben auch so Dinge, da kannst du ihn direkt hier oben da, kannst du dann drauf, ne? Ja, ja gut, von oben ist natürlich ziemlich geil, ne? Ja. Und ist dann hier vorbei? Ja, ist gut. Von oben dann schön hier den Blick aufs Holstentor. Ja. Und wenn da dann halt eben abends Sonnenuntergang ist, dann hast du den Sonnenuntergang dann noch genau hinterm Holstentor. Schon geil. Das kommt dann halt auf jeden Fall ziemlich cool. Und was halt natürlich auch ganz geil ist, hast du halt eben von da, wenn du dann Züge dabei hast, ja. Den Kreisverkehr halt eben auch hinten noch, ne? Ja. Und dann halt eben abends dann. Schöne Langzeitbelichtung. Ja. Ja, das ist echt ziemlich cool. Kennst du das Schlösser hier, ne? Hä? Kennst du das Schlösser hier? Ja.
unten die Salzspeicher von hier auch ganz gut kommen. Was meinst du? Ja, 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 Gehen wir gleich zum Ziel nochmal nachher auch ganz ruhig. Ja. Ich bin hier rechts rum, aber kommst du ja, wenn du schon hier aus dem Schleim machst. Ausgestorben hier, ne? Ja. Ja, ich glaube, das ist momentan auch egal, wie wir die nächste Pfeile. Schön versteckt. Noch nicht. Nee. Hast du das eigentlich zufällig heute gelesen gehabt? Ich glaube jetzt von uns offizielles Statement von der Firma aus. Für? Bis 20. ist jetzt erstmal Homeoffice und so weiter. Bis 20. April? Ja, offiziell genehmigt in Anführungsstrichen. Und dann wird weiter geschaut. Ja gut, oh, war ja klar. Ja. Ja, also vorher gab es ja immer nie eine Aussage. Vorher war ja immer Aussage bis auf Weiteres. Und jetzt gibt es auf jeden Fall erstmal ein Enddatum. Das ist geil. Ja. Scheiße, läuft mal längst, ne? Und was natürlich nicht so geil ist, was jetzt das passiert ist, 15,90 bleibt jetzt geschlossen. Ich meine, ich bin ja nicht so häufig, aber dass das halt eben gar nicht mehr gibt, ist irgendwie schon kacke. Also ich bin da Ewigkeit nicht gewesen. Ja, ich hab mir da halt ab und an mal einen Salat irgendwann Platz geholt, ne? Ja, aber gut, das war ja, also, soll ich ganz ehrlich sagen, Scheiße. Scheiße. Ja, wie es immer so ist. Aber wir gehen hier nachher auch, glaube ich, wieder zurück. Von daher hast du ja mit Glück nochmal eine Chance. Jetzt steht er hier in den nächsten eineinhalb Stunden. Scheiße. Warte, sonst geht er einfach mal kurz vorbei. Ja, oder so. Das war dann. Wenn schon ein bisschen bestellt aus mit der Kamera, wie sie den verstecken, aber. Ach, hast Glück. Ja? Das lieb, danke schön. Umgefahren. Ja. Das ist ja krass, wie jetzt in Hamburg können wir jetzt ja die nächste Woche mit umsetzen über die Geldstrafen, ne? Ja. Spielst du 25.000 Euro. Ja, bist du, ne? Oh.
Klick. Ja, Corona. Tja, echt tote Hose, ne? Ja. Und ich vermute, dass die Kamera auf einer Reise mit dabei war. Aber ganz ehrlich, meine A7 war auf 5 oder 6 Reisen in Thailand überall mit. Ja. Das Ding sieht aus wie geleckt. Ja, das hat den Typen Scheißdreck interessiert mit der Kamera. Ja. Das kannst du natürlich auch nicht haben. Ich meine, du konntest durch den Sucher nicht mehr durchgucken. Also wer so grob motorisch mit einer Kamera umgeht und so Mittelfinger der Kamera gegenüber zeigt, das ist schon echt krass, Alter. Das ist dann vielleicht halt auch so, wenn Geld keine Rolle spielt, wenn das Argument dann halt auch wieder ins Spiel kommt, ne? Ja, gut, ich will über niemanden urteilen, ne? Aber der Typ sah jetzt nicht hochvermögend aus. Ja, nur dann muss man sich manchmal echt täuschen, ne? Ja, genau, das ist das. Du weißt es nicht. Vielleicht hat er auch gesagt gehabt, die scheiß A7R3, ich kaufe mir jetzt eine Vierer. Ja, gleich drei Stück. Oder gleich eine A9. Ja, Zweier. Am Ende ist halt genau das, ne? Du weißt es halt einfach nicht, ne? Ja. Guten Tag, hallo. Ja, ich komme sofort wieder. Hast du mal ein bisschen Brot? Hast du mal ein bisschen Brot? Ja, ist? Ich zeige mal, ob wir erstmal Kontrollfahrt. Wo? Wenn die Kiddies da am Spielen sind. Da oben, oder? Ja. Ich glaube, der Penner da vorne hat erstmal hingekotzt. Hä? Der Penner da vorne hat erstmal irgendwas hingekotzt. Warte mal, kannst du schon ein bisschen weiter gehen? Ja.
dann guck mal hier, Schätzchen. So. Tü-tü-tü. Schön 600 mm 2,8er Blende für 14 Schrauben oder was war das? Bei Blende 4. Ich glaube 4 ist das. 13.899. Ja. Schönen kleinen Gebrauchtwagen in der Hand. Ja. Dann fällt es runter. Aber das Ding ist auch, Alter, das ist so ein riesen Apparat. Das ist ein richtiger Apparillo. Ja. Oh. Oh, scheiße, ein Gerüst, ne? Das ist natürlich auch mal richtig saftig. Ja, hier ist dann ja auch im Winter mal der Weihnachtsmarkt, ne? Ach so, das ist richtig geil, weil das halt richtig schon klein hemmelig hier ist. Ja. Das schockt mir immer richtig. Ich habe auch schon im Winter wollte ich tatsächlich Fotos auf dem Weihnachtsmarkt machen. Mhm. Aber ich hatte kein passendes Objektiv, also irgendwie ein 1,4er, 1,8er oder irgendwie. Ja. Das fehlt mir tatsächlich. Das ist hier halt auch alles richtig schön beleuchtet, ne? Ja, hier ist Moto One. Ja. Ist klar. Wenn ich mit meinen Jungs los bin, einen saufen, dann gehen wir halt auch hier mal schön in die Hotelbar. Alles klar. Und dann haben die nämlich eine ultra heftige Gin-Karte. Ja, ich weiß, ja. Halt knapp 70 Gins oder so. Ja. Und das ist hier richtig geil gemacht. Also ich finde, ich war ja schon mittlerweile in einigen Motel Bonds. Ja. Das ist schon so von der Machart her, finde ich mit hier eins der geilsten. Ja, das ist tatsächlich ziemlich geil. Also Moto One ist meine Lieblingskette, auf jeden Fall. Ich muss vielleicht da reingucken, weil das ist schon echt. Du wirst lachen, in meiner Außendienstzeit habe ich ausschließlich im Moto One übernachtet. Ja. Deutschland, europaweit. Ja. Und auch in welchen London eben halt beruflich bin. Dann ausschließlich im Moto One. Ob du das siehst, hier haben die, hier oben ist quasi so ein Podest, ne? Ja. Und guck mal, hier wird hier so ein altes Metalltor reingemacht, wo sind hier so Handgeschütze und alles. Ja, schon ziemlich geil. Und auch die Lampen und so, da haben wir halt wirklich auch komplett ausgerichtet hier. Mit Seefahrer, Salzspeicher und. Das ist natürlich auch ziemlich geil, ne? Ja, Spiegel bestimmt auch alle, ne? Jo. Oder? Ja, geht. Jo, auch sehr geil. Ja, Spiegel bei mir gerade echt hart. Voll vergessen. Ja, hier ist jetzt die Spiegelung hart am Limit. Ja, Moto One hat auch zu, ne? Achso, wollen wir hier rüber? Ja. Der hat auf jeden Fall mal einen schönen Spliff angehabt. Abgefahrener Typ, ey. Ich muss noch was erledigen. Ja, ganz trocken, ne? Ja, ja. Schön Lolli erstmal anzünden durch die Straßen. Ich meine, der will mir auch was. Ich meine, das Einzige, was ist hier zwei Straßen bei der Polizeistation. Ja, aber das ist eher uninteressant. Ja.